Wenn es rund um euer Ölfiltergehäuse ölt und ein Blick dahinter ungefähr so etwas zeigt, dann ist es Zeit, die Dichtung des Ölfiltergehäuses zu wechseln. Dies geht relativ einfach und kann somit von jedem mit ein bisschen Geschick selbst erledigt werden. Bei einigen Modellen sind die Schrauben des Ölfiltergehäuses durch die Akustikabdeckung verdeckt. Diese muss erst entfernt werden und dazu muss zuerst der Innenfilterkasten entfernt werden. Außerdem bietet es sich an, den Luftansaugstutzen zu entfernen. Wie ihr Innenfilterkasten und Luftansaugstutzen entfernt, seht ihr im verlinkten Video. Wenn der Innenfilterkasten entfernt ist, könnt ihr die vier oder manchmal auch zwei Schrauben der Akustikabdeckung mit einer Zehnernuss entfernen und anschließend die Abdeckung abnehmen. Damit das Öl aus dem Ölfiltergehäuse ablaufen kann, muss zuerst der Ölfilter entfernt werden. Den Deckel bekommt man mit einem Ölfilterschlüssel auf. Durch die Schräglage des Motors verbleibt ein kleiner Ölrest im Ölfiltergehäuse. Diesen kann man mit einem Lappen auftupfen. Jetzt kann man die drei Schrauben des Ölfiltergehäuses mit einer Zehnernuss lösen und das Ölfiltergehäuse einfach nach oben abnehmen. Dann die Dichtung einfach herausnehmen und die Dichtflächen reinigen. Die neue Dichtung wird jetzt zuerst mit Motoröl eingeölt und dann eingesetzt. Nachdem ihr das Ölfiltergehäuse wieder richtig positioniert habt, wieder festschrauben mit den drei Schrauben und auf jeden Fall einen Drehmomentschlüssel benutzen. Das benötigte Drehmoment ist 10 Newtonmeter. An einigen Stellen findet sich die Angabe 22 Newtonmeter als Anzugsdrehmoment für die Schrauben des Ölfiltergehäuses. Diese Angabe ist falsch und wird dazu führen, dass die Schrauben brechen. Nachdem ihr den Ölfilter wieder montiert habt, die Akustikabdeckung wieder einbauen, sowie den Innenfilterkasten und den Luftansaugstutzen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen und damit ciao und bis zum nächsten Mal.